Sie beobachten uns. Der Zugang. Bumm. Jahre hier. Falls er Faxen macht und nicht den um. Kommst du da durch? Ja, nicht, oder? Deine Munition? Brauche ich. Hey Bruder, bist du da? Sensor, Terminal, gut und Versteck, ja? Passt. Greifen wir zu. So, da spricht ihr jetzt. Ihre Aufzeichnung. Ungültiger Slot. Apollos Auge. Im Grunde interessieren mich gerade die Codes, gell? Deine Geschichten können sie behalten. Denn für die Märchenstunde mal kurz Zeit. Da kann die verkaufen. Alarmsystem. Kamerafeed. Sieht die aus? Aha. Wo ist die Sau da hinten? Hat der rote Augen? Ich glaube, wenn der rote Augen hat, dann haut er zu, oder? Kamerafeed. Da brauche ich den Zugang. Und da hinten ist die Sicherheitsüberbrückung. Geht da was? Nein. Apollo und der Hemi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Das ist gerade die Frage, kann ich die ausnocken? Mit einem Silent Kill? Geht sowas? Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Habt ihr was für mich? Hört ihr nichts aus? Zumindest redet mich nicht. Wir behalten den Geist im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Bumm, ich schleich mich. Ich glaub, der hat nichts. Ob ich während dem Streit anfange, hau ich lieber ab. Und der Depp? Sixon und Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts.
Fehl im Fortschritt, Tradium. Wer beißen geht? Geht da was? Nein. Und wo treibt der Ski? Im Handy spielen, typisch. Also Handy-Zombie. Wir hoffen, Sie werden sich. Aber jetzt sagt er her, Ski. Hey, Mutter, muss ich was umschalten? Ich tue was, einig, oder? Ladies and Gentlemen, wir tischen ab. Der holt nichts für mich. Und bevor ich da rumballert, schlage ich lieber da oben. Denn der wollte ja, wo wollten wir hin? Da hinten raus. Er liegt in seiner Suppen, gell? Da vorne. Und da ist zu. Aufzug, willkommen. Aber hurtig. Komm schon. Bevor der 10 Uhr aufkommt. Der meint nicht im Schatten aufliegt. Ja gut, die Nummer haben wir geschafft. Ohne größere Probleme. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Nur für Personal. Trifft dich ganz gut. Ich hab ich selbst befördert. Kontaktieren Sie wer leiden. Speide erstmal. Denn ohne Speichern geht doch nix. Sie haben die Flugschreibereinheit der Luft. Bevor sie wieder auf der Buchsen hauen. Und? Du eine Mathematiker? Vor mir. Was ist links von mir? Bei der Schranke? Verstehe, einfach geht da noch. Die Sichtung fokussieren. Warum ich die fokussieren? Und ich hatte keinen Bedarf zu fokussieren. Ich glaube, ich hätte irgendwie versteckt. Bessere Plan. Oh Scheiße, wo bist du hin? Bumm, warte mal. Ich glaube, ich schaue jetzt mal auf, ja? Ja, dort droben. Werde ich toben. No SS.
Wo spricht ihr da? Seht das? Die Goodies. Wart mein Flucht. Ethanol, warte mal. Das Ethanol, wo brauche ich das? Wir Medikit? Nein. Für eine Blendgranate? Auch nicht. Aber für die Rauchgranaten. Mach ich nicht. Hätte damit ich Blut hab. Den fix, warte mal. Gebastelt. Ladungspack. Und die Impfpistole habe ich kein Blut mehr. Bedeutet, wir wollen nur ein Medikit. Hört das? Denn liegen lassen wir nichts. Da die Song. Da haben wir gekonnt gehackt. Und was hat er denn? Der Torrensruf. Diane Valaine hier, Captain der Torrens. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Over and out. Der Torrens, Jordan. Valaine hier von der Torrens. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Du weißt ja gar nicht, die anderen zwei, mit denen ich auch immer bin. Leben die noch oder sind die tot? Ich meine, die eine war ja ein Androide. Eine Verkabelung. Komm, Link. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. So, ich brauche ein anderes Kommunikationsterminal. Scheiße, dieses Klump. Bei der Verkabelung geht nur wieder. Kamera wieder aktiv. Bei der Kamera aus. Und die Luftreinigung, ich glaube, die los hier, oder? Du eine, mit Nudeln. Bitte bleiben gut. Wer bei der Replay, wo bist du? Da rund. Die Kommunikation, die sollte muss ich. Da unten rechts. Wo du dir, oder was? Tatsächlich. Ah.
Und es entsprach der Tatsache. Bei der Blechkiwi? Blechkiwi. Ich glaube, springen kann ich nicht, oder? Wenn die anzockt. Und, Johnny Boy, mach ich weiter. Dann schleich ich mich auch. Ja, besser, da drunten war eine Luke. Hätte null bereinigt. Da drunten ist eine Luke. Warte mal. Ethanol. Ja, der Mann hält noch. Eine Rauchgranate. Moment. Falls Sie diese Anlage in einem vom annehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Hey, hier sieht mich nicht. Monitoring Hall? Communication, ich glaube, ich muss da hinten. Zum Speiern oder nix? Wobei? Wir müssen mehr da hinten. Und mein außerirdischer Freund holt die neuen Grenzen, gell? Er braucht die Hilfe. Holt den Speicherpunkt. Ist da einer? Nicht, gell? Und, wo quatscht der? Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Ja, Mann, da bin ich schon da. Ich finde dich gerade nicht. Wer quatscht denn du? Wo andere? Reaktivieren. Und? Obdraht. Muss ich wieder da in die? Scheiße. Also Bumm, immer mit Geduld, gell? Nicht rumflitzen. Weil wenn ich rumflitze, dann unterschreibe ich mein Todesurteil. Und der Kübel aus Blech. Bisschen wenn es ist schlecht. Wo ist die Tür drin?
Aha, mittlich. Er liegt da rum, holt du die Schnauze eh schon, oder? Kann man warten. Den darf man nicht benutzen. Los, mit mir. Erwatschen, gell? Von Davy. Den Grabscher. Und er konnte es nicht lassen, gell? Kommt der andere daher? Werden die verkabelt? Alarmsystem aktiv. Haus damit. Die Kamera schaut dir aus, warte mal. Beleuchtung los, Mo. Wird schon passen, oder? Und es hat zu passen. Also mein Ziel bin ich neu. Da drin irgendwo. Die Karte aktualisiert. Samuel, ich komme jetzt. Die reaktivieren. Und das war der andere Weg, wenn oder wir? Außenrum. Und wie schaut aus? Androiden am Start. Moment, ich kann mal. Berühmt-berüchtigte Bums kann mal. Oh Gott. Ich hoffe, die bleiben da drin. Und damit ihr gesehen habt, der meldet sich gar nicht, gell? Die da hinten ist zu. Der Gang, außen rundum, schön. Der bleibt gut. Die Turm ist groß, das Alien kann doch nicht sein, gell? Wenn du Pech hast. Aha, wie praktisch. Genau, wo der Haustür geliefert. Ethanol schon wieder voll. Was sagt er? Geht nicht mehr. Ja, wir konnten drum. Genau drei Stück. Scheiße. Jetzt hätte ich gemeint, ich konnte basteln wie ein Blöder. Ohne jede Grenze.
Pass auf, Luftreinigung los mo. Das aus. Die Mumm auf. Solange nicht kommt, so spät wieder zu. Bei der hat nicht gestartet. Nicht gestartet. Und die Übertragung? Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland. Allerdings war das nicht mein Ziel, gell? Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Der Geräuschemacher, warte mal. Bastel den. Und? Stimmt der Weg? Hätte er null, den ich brauch? Los, die Akten. Freunde, ein Speierpunkt. Aber hurtig. Den brauche ich. Die Bindemittel genauso. So, auf jeden Fall auf den sicheren Seiten. Neuer Bauplan. EMP, das hört sich gut an. Bei der EMP. Der hört damit Conny. Die Androiden ausschalten. Vorübergehend. Was brauchst du denn da? Zwei Sensoren, oh Gott. Zwei Bindemittel. Impfpistolen, Sensoren und Ladungspack. Hab ich natürlich nicht. Vorbei. Los ist aus. Ich meine, auf Kamera und Alarmsystem stehe ich nicht. Bedeutet meistens gerade Jäger. So, die Kommunikation. Wo ist die Terminal? Da ist. Mit Eingabe bestätigen. Das war alles. Ja gut, wenn im Mund. Und da möchte er. Weiter, oder? Nach links und rechts. Und, wo ist der Plan?
Samuel. Aber hat scheinbar funktioniert. Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ach, geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich hab es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel.